Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge von Soul Mask. Ja, Leute, wir sind wieder hier. Ich musste bis hierhin laufen, um meinen Alpaka endlich wieder abzuholen. Und, ja, mit wem spiele ich? Ich spiele mit Roy, weil ich den Neuling aus Versehen gelöscht habe, Leute. Ich habe ihn aus Versehen gelöscht und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Er ist weg, deswegen habe ich ihn mitgenommen, weil er einen ganz netten Boni hat. Ich habe mir mal so ein bisschen Ruhe durchgelesen und er. Wo ist er? Ich muss ihm eigentlich einen Namen geben. Ah, das ist er. Ja, er hat diesen Bonus hier. Wenn er als Gefolgsmann kämpft, erleidet er 60% weniger Schaden, was mega gut ist. Dann können wir den so zum Vorlaufen benutzen, so, ne? Aber der Affe ist eh weg. Und wir brauchen halt, ja, Eisenrüstung. Das steht hier auch als Tipp. Eisenrüstung, aber ich dachte, komm, mit Bronze vielleicht schaffen wir es, aber nee. Keine Chance. Jetzt ist nur die Frage, wo haben wir Eisenminen? Weil. Das Einzige, was ich hier habe, Kohleerz. Kohleerz. Dann hier habe ich noch irgendwie nichts gefunden. Eisen vielleicht oben in den Bergen, könnte ich mir vorstellen. Weil hier Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und hier unten Zinn, Zinn. Also entweder müsste es hier sein oder hier irgendwo. Ich gehe erstmal hier hin. Falls es direkt hier ist. Einfach weil das hier ist. Aus keinem anderen Grund. Warte mal, wie komme ich da am besten hin? Da lang. Oh, der ist ja noch da. Okay, ich bin ja auch allein auf dem Server, ne? Ich spiele solo. Bleibt jetzt ewig da. Also nochmal versuchen mache ich auf jeden Fall nicht. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht, Leute. Kann man knicken, kann man vergessen. Nix da, nada, niente. So, also wir haben hier unten noch Felsenbucht. Und dann hier oben Sumpfgebietsperr. Das Ding ist, würde man wenigstens mal so einen kleinen Hinweis kriegen, wo Eisen sein könnte. Jetzt muss ich die ganze Karte irgendwie ablaufen, ne? Vielleicht weiß ja jemand von euch, wo wir Eisen finden. Ich weiß es leider nicht. Wir gehen erstmal hier runter. Felsenbucht. Felsen, felsig, klingt auch so irgendwie, ja, könnte sein, könnte aber auch genauso nicht sein. Okay, folgt mir mal. Steffi muss runter. Na, ja, ups. Das macht doch schön, oder? Kommt ihr? Ah, da. Ah, Berg runter ist immer geil. Fühl ich mich ein bisschen wie so ein Ninja. Gut, wir sind schon fast komplett unten. Perfekt. Level 37. In dem Gebiet hier. Aber ich weiß nicht, trotzdem Zweihandschwert. Gefällt mir immer noch am besten. Kommst du runter? Hallo. Die relaxen da oben. Wir müssen da lang. Ach, wir müssen noch weiter runter. Ja, super. Nice. Klar, Felsenbucht. Boah, was ist, wenn man auf so einen Felsen baut? Online ist man dann der Ultra King, ne? Oh oh. Oder wenn man hier so baut, dann hier so rüber, aber dann ist die Base halt nicht so groß, ne? Oh, mein Alpaka. Ey, 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 ey. Ganz ruhig hier. Welches Level habt ihr hier? Okay. Aber das hier ist Zinn, oder? Die Kupfer.
Nimm mich mal ein bisschen mit. Alright. Dann laufen wir mal hier hin. Schauen trotzdem mal, was hier im Gebiet so ist. Aber ich glaube, hier kann man vergessen, oder? Was mit dir? Ja, wo könnte Eisen sein? Wir brauchen unbedingt Eisen, Leute. Eisen wäre jetzt ultra geil. Aber ich habe keine Idee. I don't know. Ich habe bis jetzt nur Minen gefunden mit Kupfer, Zinn oder diese Kohle-Dinger. Dass man nicht wenigstens einen kleinen Hinweis bekommt, dass man sagt so, ja, südlich, östlich. So eine grobe Richtung. So, wer ist der Speer von euch? Bloß nicht killen. So. Sehr gut. Okay, also. Ja, toll. Hier ist hier auch noch irgendwas. Man weiß halt nicht, wo man hin soll, ne? Ich wollte jetzt erst so dem Fragezeichen gehen, aber vielleicht gehen wir erstmal darüber. Wer weiß, ob das gut ist? Man weiß ja nie. So. Rüber. Let's go. Okay, let's go. Aber nee, das sieht eher nach einem kleinen Stück Land aus, wo Schlangen sein können. Aber man weiß nie. Vielleicht ist ja auch noch eine kleine Höhle und dann ist da Eisen drin. Wir müssen halt schauen. Man muss halt eine kleine Entdeckertour machen. Gehört auch dazu. Ab ins schöne Wasser. Sieht wenigstens schön frisch aus. Erfrischend. Ja, aber Level 18 Krokodil. Nee. Da kann ich jetzt schon sagen. Wenn man Glück hat, ist hier Kupfer. Aber mehr auch nicht. Aber das ist trotzdem hier groß, ne? Soll ich mal trotzdem hier durchreiten? Wir müssen ja so oder so irgendwann alles erkunden. Und wenn wir schon hier sind, können wir auch kurz mal Lucky Lucky machen. Und mir wird hier ja nichts angezeigt, nichts aufgedeckt. Komisch. Aha. Ja. Holen wir uns hier den Speer auch mal. Den Speeroni. Und gucken, was es hier so gibt, aber sieht wie Anfangsgebiet aus, ne? Da, wo wir herkommen. Aus unserer guten alten Gegend. Oh nein, hier muss man auch noch mal runter, oder wie? Ah ne, okay. Damit kann ich leben. Bloß nicht sterben. Ja, gut. Aber hier sieht schön aus. Hier gefällt es mir irgendwie. Riecht nach Urlaub. Aber kann man knicken hier. Also hier wird auf jeden Fall nichts sein. Zu 100% nichts. Level 19. Also. Ups. Bleibst du mal jetzt. Nein, nein. Idiot, Mann. Ah. Ja, von denen kassiert er jetzt, oder was? Ich könnte ausrasten. Jetzt haben wir den Speer hier nicht. Hier geht es auch noch richtig tief nach unten, ne?
Sollen wir mal nach unten reiten? Vielleicht ist ja da irgendwas. Alpaka. Ach, da. Oh, der ist so dumm. Ich hätte den auf passiv lassen sollen, ne? Ja, ja. Gut. Nette Schlange. Oh, es ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, aber gut. Was soll man machen? Aber ich denke, hier war eh nichts im Gebiet, ne? Aber ich hätte es trotzdem ganz gerne aufgedeckt. Ruinenkrokodil 21. Ja, kann man auch knicken. Irgendwie habe ich das Gefühl. Achso, hier geht es gar nicht weiter. Ist hier Ende? Ich glaube ja, ne? Ja. Gut. Boah. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Eisen im Schneegebiet ist. Kann es sein? I have no idea. Fragen über Fragen. Lauf mir mal da lang. Was ist das hier? Ist das eine Hütte? Ach so, wieder so ein... So eine Kaserne. Mahlzeit. Wir könnten die angreifen, aber naja. Die werden jetzt nichts Krasses für uns haben. Wird sich nicht lohnen. Was können wir da holen? Allerhöchstens Opfergefäß und das war's. Aber die haben nicht mal irgendwie gute Waffen, die für uns droppen oder so. Kein Bronze. Deswegen... Tschüss. Adios. Adios, Mios. Ja. Eisen, Eisen, Eisen. Oder schau mal im Internet nach. Da hat bestimmt schon jemand irgendeinen Guide rausgehauen, oder? Eisen. Where can I get some iron? Can you give me some iron, please? Wenigstens eine Rüstung. Eine Rüstung und Waffen. Nur für uns beide, das reicht ja schon. Ich muss ja nicht mal meinen ganzen Clan ausrüsten. Ganz ruhig. Ich würde sagen, ich mache kurz einen Cut. Ich schaue einfach mal nach. So Leute, ich konnte nicht anders. Ich habe mir mal angeschaut, wo es Eisenspot gibt. Und eins soll anscheinend direkt hier in der Nähe sein. Das passt perfekt irgendwo da. Ich weiß nicht, wo genau. Das haben wir mal grob angeschaut. Und jo. Würde ich sagen, dahin, weil sonst würden wir ewig suchen, ne? Ich hatte hier jetzt sonst in dem Gebiet ja so gesucht. So hier. Und da wäre ich vielleicht irgendwann sogar tatsächlich hier hin. Ich denke, hätte ich sogar gemacht jetzt im Anschluss. Aber so habe ich wenigstens die Gewissheit und suche nicht 5 Folgen nach Eisen, ne? Weil wir müssen dann ja auch noch sammeln, einschmelzen, craften. Dann die neuen, Werkbankteile und so auch noch bauen. Und das wird alles ziemlich teuer. Ja, ich habe jetzt nur meine Knochenhacke. Sag nicht, ich brauche eine Bronzehacke, das wäre bitter. Das wäre mehr als bitter. Aber gut, wir werden das erstmal hinreisen, schauen mal in der Ruhe. Vielleicht finden wir noch unterwegs jetzt irgendwas Interessantes. Und ja, also der Gorilla, den packen wir sonst echt nicht. Wir könnten es nochmal versuchen, Leute, aber es macht keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, wie lange der bleibt. Bleibt jetzt ewig da, bis er einmal gekillt wird, oder... Hat er so eine gewisse Zeit, bis er da bleibt und dann irgendwann weg ist? Würde mich mal interessieren. Ja, im Moment spiele ich ja noch viele andere Spiele. Ich wollte ja noch gerne eine Online-Runde starten, also einen Server gegen andere Leute. Und vielleicht gemeinsam auch mit den einen oder anderen von euch. Discord ist übrigens auch in der Videobeschreibung, also könnt ihr immer wieder mal draufkommen. Sobald es soweit ist, werde ich auf jeden Fall auch Bescheid geben, weil vielleicht habt ihr Bock... Dass wir irgendwann mal, auch wenn ich erstmal hier ein bisschen weiter bin, ne, und vielleicht sogar fertig bin, dass man zusammen, gemeinsam einfach mal startet und ja, online gegen andere Spieler. Ich glaube, das könnte echt interessant und lustig werden, wenn man gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam seinen Stamm aufbaut und so. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Oder am Ende kommt es dabei raus, ich bin dann alleine. Wäre auch kein Problem für mich.
Ansonsten würde ich auch alleine spielen. Aber alleine, wenn dann so ein Team von 5 Leuten oder so ist, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Riesenproblem. Naja, wir werden sehen. Gut, Ruhe. Ausdauer. Muss ich gleich gucken, wie ich am besten dorthin komme. Wir haben da... Autsch. Da noch ein Speer. Ich verstehe nicht mal, wie die manchmal so schnell sind, dass sie genau mit mir mithalten können, ne? Und mich währenddessen noch beißen. Naja. Naja, naja, naja. Gut, jetzt erstmal gemütlich hier lang. An einem Feld festhängen erstmal. Kommen wir gar nicht hoch, ne? Ich jetzt hier drüber klettern oder nee, ich kann auch von hier rum, ne? Ah, jetzt ist nur die goldene Frage. Werde ich dagegen gebrauchen? Ich denke nicht, ne? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wir reiten ja hier eh noch vorbei, ne? Vorbei am Froschparadies. Na, Roy, das weckt Erinnerung, oder? Das weckt unschöne Erinnerung. Tschüss. Tschüss, Froggies. Aber das machen wir auch mal aus. Und dann hier rechts lang. Alles klar. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Warte mal, wo habe ich es markiert? Da? Ja. Alright. Aber wo geht's hier runter? Können wir noch hier runter und dann so hoch? Keine Ahnung. Zur Not klettern wir einfach hoch. Mal schauen. Spawnt der genau vor mir. Ach, ich sag Roy weg, das ist Erinnerung. Ich spiele gerade Roy. Ich glaube, ich bin nicht mehr richtig im Kopf. Ja, Trauma, ne? In so einem Magen vom Riesenfrosch sein ist, glaube ich, nicht so geil. So, immer schön mitkommen. Genau. Kommt ihr? Ja, Lama ist da, aber... Oh. Okay, haben wir irgendwelche Gegner hier? Warum hält so ein kleines Vieh so viel aus? Lass es. Komm einfach mit mir mit. Komme einfach mit mir mit. So. Also hier hätten wir einen Speer. Ich glaube, den sollten wir uns auf jeden Fall auch holen. Wenn ich wieder gegen Felsen hier. Sie sind auf jeden Fall aggressive Maultiere hier, die ultra viel aushalten. Mehr als manch Barbar. Oh, da hinten Donuts, ne? Das ist ein Vulkan. Sieht auf jeden Fall nicht natürlich aus da hinten. Haben wir die Götter erzürnt? Absteigen, absteigen. Ich habe einfach schon was gefunden, oder? Stein. Ach nein. Ach, das sind diese Steine. Was ist das? Es kommen ganz normal nur Steine raus. Ja, läuft. Gut. Wurde geprankt. Ich wurde einfach geprankt. Mal, wir machen mal den ganzen Kram hier mal klein und werfen mal hier Zeugs raus. Das kann mal rüber. So, dann geht's weiter. Ah ne, warte mal.
Speer dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Och nein. Müssen die überall sein? Oh nein, seid nicht, es ist heiß. Krieg ich gleich Schaden, oder? Noch sieht's okay aus. Aber das ist doch... Ist das nicht Obsidian oder so? Sag nicht, wegen meiner Hacke kann ich das nicht abhacken. Und kriegt das Material nicht und kriegt deswegen nur Schrott. Das ist doch Obsidian oder so, oder? Sag nicht, ich brauche eine Bronzepicke. Keine Ahnung. Oh, die sind ganz schön stark. Müssen eigentlich einen nach dem anderen holen, ne? Komm her. Na super. Einfach perfekt. Ja, schon halb gekillt, klar. Natürlich. Ja, jetzt mach ich das mal mit dir. Nicht so schön, hä? Und nochmal. Auch ein Verband. Schlag. Oder auch nicht. So. Ja, mit den Informations. Aber sie hat schöne Haare. Ich glaube, das wäre eigentlich eine Lady. Die hätte ich gerne in meinem Stamm. Wo kommen die? Kleiner Hund. Nicht mit mir. Nicht mit dem guten alten Roy. Alles klar. Dann sammeln wir mal den ganzen Rest noch auf. Ich glaube, sie wäre eine echt gute Gefährtin gewesen, ne? Sag ich ja, Obsidian. Ich kann es aber nicht abbauen. Oh, 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 oh. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, dass hier Obsidian rumliegt und ich es nicht abbauen kann. Ich brauche bestimmt eine Bronzepicke. Das wäre mehr als schlecht. Ich habe die ganze Zeit nicht dran gedacht, mir Bronzewerkzeug zu machen. Ich krieg da nichts raus. Ich krieg da nur Steine raus. Oh, oh. Soll ich trotzdem versuchen, Eisen zu holen? Oder sollte ich lieber direkt umdrehen? Fragen über Fragen. Oh, das ist ein Vulkan, ne? Das ist tatsächlich ein Vulkan. Gut, da sollten wir auf jeden Fall nicht hoch. Ah, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich. Hm. Obsidian kriegen wir schon mal nicht. Vulkangebiet, Obsidian. Wird gebongt, wird gemerkt. Ah. Das tut weh. Naja, was soll man machen? Was soll man da nur tun? Wir werden jetzt herausfinden, ob wir wenigstens Eisen abbauen können. Oder vielleicht haben wir Glück, finden nochmal irgendwelche Barbarenlager, machen die kaputt und kriegen eine Picke. Was ich aber nicht glaube. Sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Schauen wir mal. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, irgendwo hier in diesem Gebiet wär's. Psch, ganz ruhig.
Ganz ruhig. Hast du auch Essen? Nö. Wie geht's dir? Essenstechnisch, wassertechnisch sieht gut aus irgendwie. Na gut. So, ja, okay. Dann einfach geradeaus. Zum nächsten Lager. Komm, vielleicht kriegen wir echt eine Bronzepicke. Aber ich glaub's nicht. Ich habe noch nie Bronzewerkzeug bekommen, ne? Immer nur Waffen oder Rüstung. Und wir haben jetzt auch nichts, dass wir irgendwie schnell uns was aufbauen können für Bronze. Weil wir keine Bronzebarren haben. Und das wäre eh ultra teuer. Wie konnte ich da vorher nicht drauf kommen, Leute? Wie konnte ich da vorher nicht drauf kommen, dass ich Bronzewerkzeug brauche? Naja. Oh, die sind ganz schön gut dabei, ne? Ne, wo ist er? Da, drauf. Ja. Pass. Ja, komm her. Komm hier. Okay, soweit so gut. Blocken ist so wichtig. Kommst du da unten klar? Anscheinend ja, ne? Er kriegt auch weniger Schaden, ne? 60%. So, gerade block ich irgendwie ganz gut. So, den Dämmer hier mal. Nein! Ja, doch. Und weg mit dir. So. Sollen wir den mitnehmen? Okay. Er ist wütend auf ihn. Warte mal, die Speer. Wild? Nee. Willst du ihn umbringen oder sollen wir ihn mitnehmen? Er kann ihn nicht leiden. Er kann ihn einfach nicht leiden. Mein Leben. Aber nicht umbringen. So. Alles klar. So, du kannst mal runter. Ich sagte, du kannst mal runter. Alright. Also, wir haben hier die Orte. Eins von beiden ist, oder hier, warte mal. Das sieht doch nach einer Mine aus, oder? Das könnte sein. Wir werden jetzt auf jeden Fall die Gebiete in der nächsten Folge untersuchen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wie immer,
bewerten und natürlich auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.